Schu, stehst hier auf dem Balkon deines Zimmers im Trainingslager, Blick auf den Golfplatz, Blick aufs Meer. Tag 5 ist geschafft oder die Hälfte des Trainingslagers ist rum. Wie ist die Laune? Was macht der Körper? Die Laune ist weiterhin gut. Dem Körper geht es 5 Tage gerecht. Also es ist ganz normal, dass man ein bisschen was merkt, sowohl in den Beinen als auch drumherum. Aber ich glaube, wir haben hier wirklich sehr, sehr gute Bedingungen. Wir haben gutes Essen, wir haben gute Platzverhältnisse. Und das ist halt für so ein Trainingslager das Allerwichtigste. Und deswegen können wir uns, glaube ich, nicht beschweren. Insgesamt sind es 10 Tage, relativ langer Zeitraum für ein Trainingslager. Besteht ja manchmal auch die Gefahr eines Lagerkollers, aber wenn man hier so rumguckt und euch beobachtet, ist davon noch nichts zu spüren, würde ich sagen. Nee, also bekanntermaßen ist es halt so, dass wir auch ganz gut untereinander auskommen und wir halt auch wissen, was wir so neben den Trainingszeiten so untereinander auch unternehmen können. Und ich glaube auch, die Steuerung des Trainings ist sehr gut mit Tagen mit 2 Einheiten, aber jetzt auch zum Beispiel wie heute ein Tag mit einer Einheit, wo wieder mal so ein kleines Runterfahren ist und deswegen passt das, glaube ich, ganz gut. Und Hälfte geschafft und die nächsten Tage kriegen wir auch noch hin. Sprichst die Zeit auch zwischen den Trainingseinheiten an? Was treibt ihr da so? Vielleicht speziell du, aber was beobachtest du auch bei deinen Teamkollegen? Also es wird fleißig untereinander gespielt, glaube ich. Ja? Sowohl Uno als auch Wizard, als auch Kniffel oder Würfelpoker. Also ist, glaube ich, alles irgendwie mit dabei. Ja, natürlich gibt es auch Jungs, die dann auf dem Zimmer sind, Serien gucken, ein bisschen runterfahren. Das ist ja auch ganz normal, aber es wird auch trotzdem so neben den Trainingseinheiten, glaube ich, viel Zeit miteinander verbracht. Du selbst bist mit Fabi auf dem Zimmer. Ihr seid ja ein eingespieltes Duo. Wie verbringt ihr die Zeit auf dem Zimmer und ja, perfekter Zimmerpartner? Ja, perfekt. Also seit Tag 1 kann mich nicht beklagen. Also wir haben, wenn wir nicht Wizards spielen, dann zocken wir tatsächlich so ein bisschen FIFA auf dem Zimmer, aber nicht hier hochgradig mit PlayStation-Koffer und professionell, sondern auf einer kleinen Switch, also wo wahrscheinlich gute Spieler sagen, man kann die Spieler gar nicht erkennen, aber für uns reicht es, für unsere Qualität. Und ja, so verbringen wir dann die Zeit. Zurück zum Sportlichen. Was habt ihr euch vorm Trainingslager vorgenommen? An welchen Stellschrauben soll hier gedreht werden? Und zur Hälfte des Trainingslagers, wie gut ist das bislang gelungen? Ja, ich glaube, das Allerwichtigste ist immer, an der Fitness zu arbeiten. Das kann man ja auch machen. Also wir hatten ja eine spezielle Pause oder eine spezielle, auch längere Pause, wo es ja nochmal ein kleiner Break war mit den Trainingseinheiten, die wir auch zu Hause hatten. Aber das ist wichtig, ja, da einen Fokus drauf zu legen und dann aber auch natürlich in taktischen Bereichen was zu machen und zu tun, weil da gibt es immer was zu verbessern. Und ich glaube, genau diese Mischung macht es halt auch aus. Ja. Also da einen wichtigen und guten Grundstein zu setzen für die Rückrunde, weil wenn man in der Vorbereitung gut arbeitet, dann wird es meistens belohnt. Und das haben wir im Sommer schon ganz gut gemacht. Und deswegen, weil es eben das Ziel ist, im Winter genauso fortzuführen. Jetzt hast du als Torwart natürlich auch noch ein bisschen anderes Training als beispielsweise Fabi. Tauscht ihr euch da auch ein bisschen aus am Ende des Abends und vergleicht, wer mehr leiden musste? Nee, eigentlich nicht. Also man sieht es ja immer so ein bisschen mit einem Auge, wie die Einheit bei den Jungs war. Und ich glaube, andersrum war es auch so, dass die Feldspieler dann auch sehen, wenn wir Bleiwesten anhatten und mussten dann über Stangen springen, dann merken die, glaube ich, auch, okay, das war jetzt auch ein bisschen ordentlicher. Und deswegen verhält man sich da eher stillschweigend und man sieht das, glaube ich, dem einen oder anderen dann auch an, wie das Training war oder auch nicht war. Ja. Jetzt wird Dimo nach seiner kürzlichen Rücken-OP noch ein bisschen geschont, ist zwar komplett da, aber hat auch Unterstützung von Alex Kunze. 2 Torwarttrainer hast du wahrscheinlich auch noch nicht so oft erlebt. Wie nimmst du das wahr? Du grinst schon. Ja, ich finde die 2 harmonieren sehr, sehr gut zusammen. Ja? Also ich habe schon spaßhalber gesagt, das ist die Nord-Ost-Kombo. Also wirklich passt perfekt zusammen. Ich glaube, die beiden verstehen sich auch sehr gut und gibt dann noch mehr Flexibilität nochmal im Torwarttraining. Ja? Mit 2 Torwarttrainern zu arbeiten ist ein totaler Luxus. Man kann von beiden was mitnehmen. Jeder hat andere Ansätze und man kann sich halt überall das raussuchen, was einen weiterbringt und ein absoluter Mehrwert für uns. Und deswegen bin ich froh, dass beide da sind. Jetzt hattet ihr auch schon ein Testspiel gegen Wien Wiesbaden. Mannschaft, die schon deutlich weiter in der Vorbereitung war. Trotzdem lief bei euch jetzt auch nicht alles glatt an dem Tag, glaube ich. Am Ende trotzdem ungeschlagen geblieben. Wie fällt da rückwirkend nochmal dein Blick aus? Ja, ein super Test. Also ich fand es zu dem Zeitpunkt echt sehr, sehr gut. Gerade gegen Mannschaften zu spielen, die schon ein bisschen weiter sind, finde ich eigentlich gar nicht immer so verkehrt, weil die nochmal ein bisschen mehr Fitness haben dann zu diesem Spiel, sich auf dieses Spiel auch anders vorbereitet haben. Wir hatten davor 8 Einheiten, glaube ich, und sind dann in das Spiel gegangen. Das war aber für uns absolut okay.
Und man hat halt gemerkt, dass halt auch ordentlich Feuer dahinter war im Spiel. Und das kommt uns eigentlich auch entgegen, weil da haben wir eben auch gar kein Problem mit. Und deswegen glaube ich im Großen und Ganzen ein guter Test. Das Spiel nicht verloren. Viele Erkenntnisse auch wieder rausgezogen, die wir mit dem Trainer analysiert haben. Und deswegen ist es, glaube ich, genau das, was man sich unter einem Testspiel vorstellt. Zweite Test wartet am Freitag. Da geht es gegen die rumänische Mannschaft aus Cluj, ein Verein, der auch regelmäßig schon in der Champions League zugegen war. Wie guckt man auf so einen Gegner? Und ich glaube, es geht auch über 120 Minuten. Das wird ja auch nochmal eine intensive Einheit werden. Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass wir unser Spiel probieren durchzubringen. Also es ist natürlich so ein bisschen so eine Wundertüte. Wie gut ist jetzt Cluj in dem Moment? Wie weit sind die in der Vorbereitung? Das kann man in dem Spiel eher schlechter abschätzen, wie jetzt zum Beispiel gegen Wiesbaden, wo man ja auch viele Spieler dann auch kannte. Und deswegen, wir lassen das Spiel auf uns zukommen. Ich glaube, wir haben auch gegen andere hochklassige Mannschaften die Saison schon gute Spiele gemacht. Und deswegen bin ich eigentlich gespannt, wie das Spiel halt läuft. Ne? Mit 4x30 Minuten ist natürlich auch nochmal was Spezielles von der Belastung. Aber nochmal, das gehört zur Vorbereitung auch dazu und ist ganz normal. Und wir probieren das Spiel dementsprechend positiv zu gestalten. Ist der Freitag generell ein besonderer Tag für dich? Du bist 30 Jahre jung. Hättest du dir wahrscheinlich auch einen anderen Rahmen vorstellen können für den runden Geburtstag? Nee, also ich finde, es ist okay. Natürlich, man ehrlicherweise, man ist natürlich gerne bei seiner Familie, bei seiner Frau, bei meinem Sohn. Oder das ist ja auch normal, aber dieser Geburtstag hat schon echt viele Winterturniere mit sich gebracht und Wintertrainingslager mit sich gebracht, weil es halt nun mal so gelegen ist. Und dann mache ich mir da nicht groß Gedanken drüber, es ist jetzt so oder so, weil es ist halt nun mal so, kann ich nicht ändern. Und deswegen freue ich mich, bei meiner zweiten Familie zu sein. Herr Fabi! Ajo! Abschließend noch ein bisschen weiter vorausgeblickt. 28. Januar, Heimspiel gegen Regensburg. Endlich Rückrundenauftakt. Merkt ihr hier auch, dass es endlich wieder in Richtung Pflichtspiele geht nach der langen, langen Pause? Ja, definitiv. Also man hat halt ein Ziel vor Augen. Und ich glaube, das ist halt gerade für so eine Vorbereitung immer wichtig, dass man weiß, wenn man sich durch eine Einheit quält, wofür man es macht und was eben die Ausrichtung ist. Das ist absolut entscheidend. Das war halt in der Phase vor Weihnachten so ein bisschen anders. Ja, da hatte man eben wieder die nächste Pause so vor Augen. Das war ein bisschen komisch vom Ganzen, weil ich es eigentlich in der Form noch nie hatte. Aber so hat man ganz klar einen Fokus auf Pflichtspielstart gegen Regensburg. Und deswegen freuen wir uns dementsprechend drauf. Dann danke dir und gute und erfolgreiche Resttage im Trainingslager. Vielen Dank.